Nachdem wir im letzten Part fast einer Lawine zum Opfer geworden sind, da wurde nämlich ordentlich gesprengt auf dem Streckenabschnitt, wo wir unterwegs waren, können wir jetzt die nächste Etappe starten. Und es geht wohin? Weiterhin Schnee, ach, aber auch wieder grünere Landschaften. Wo sind wir hier? Ah, Kühe? Eher so die Countryside, die Prärie. Okay, Etappe Nummer 6. Und ich denke, erstmal werden wir wieder Positionen gut machen, ne, im ersten Rennen dieser Etappe. Ah, seht ihr mal, wir sind schon ganz schön weit jetzt. Haben einen riesen Sprung gemacht von, wir sind schon jetzt hinter der Mitte quasi, jetzt schon bald nah an New York dran. Noch 2800 Kilometer, 6 Positionen gut machen, genau so ist es. So, da vorne kommt erstmal eine Wechselstelle. Die werde ich natürlich wahrnehmen, denn ich möchte jetzt mal wieder den Wagen wechseln. Das war gut jetzt so für Schnee und Offroad, jetzt möchte ich wieder einen Rennschlitten haben. Am besten einer, der sich gut handeln lässt. Tja, ich weiß nicht, wir könnten auch wieder den... Sollen wir den BMW nochmal fahren? Den gibt es ja in 2 Varianten. Wo ist denn da der Unterschied? Gar nicht. Ja, der Orange gefällt mir. Komm, fahren wir mal wieder mit dem BMW M3. Hier in der Stadt kann man das ruhig mal machen. Und ja, das Ziel ist, 6 Positionen gut zu machen. Okay. Weiterhin Schnee, aber wir kommen jetzt eben von den schneebedeckten Bergen langsam wieder in Richtung Land. Wie gesagt, Prärie ist jetzt am Start. Ah, wir haben schon 3 Positionen gut gemacht. Da habe ich da in der Kurve aber einige hinter mir gelassen, würde ich sagen. Guck mal, der kleine Porsche hier. Und noch eine Position gut gemacht. So, angeln wir uns mal ein bisschen Nitro hier im Gegenverkehr. Ah, das ist ja ziemlich enger Stadtverkehr hier. Okay, das Nitro-Sammeln hat nichts gebracht. Ich bin K.O. Also die Crashcams gibt es schon, aber eben nicht immer, sondern nur, wenn man wirklich einen krassen Unfall hat. So, 5 Positionen gut gemacht. Damit haben wir 6 Positionen gut gemacht. Und wieder ein kleiner Abschnitt auf der Autobahn. Ziemlich viel Verkehr hier. Okay, momentan kann ich mich doch gut vorne halten. Und da vorne ist das Ziel, ich würde sagen, das erste Rennen dieser Etappe haben wir geschafft.
Und damit sind wir auf Platz 79. Und jetzt Zeit gut machen? Oder was kommt? Ah, okay. Es geht so ein bisschen jetzt wirklich in die Prärie jetzt. Kampf durch die Prärie. Drei Gegner muss ich besiegen. Geile Musik im Hintergrund. Ach so, ein K.O.-Rennen, okay. So, dann legen wir den ersten mal rechts in den Graben und... Das ist auch irgendein bekanntes Lied. Das kennt man doch, das Lied. Keine Ahnung, wie es heißt, aber ist geil. Das passt gerade genau wirklich gut zum Spiel. Wow, war der knapp. Scheiße, Mann. So, den Wagen wechsle ich jetzt nicht. Ich bin zufrieden mit dem. Ah, da haben wir schon den nächsten. Tschüssi. Wieso parkt da denn einer? Ah, shit. Das habe ich verloren. Das müssen wir nochmal machen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt auch einfach ein Reset benutzen können. Dann, also ich glaube es. Ach so, wird automatisch benutzt. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt das ganze Rennen nochmal fahren. Nee. Nur diesen einen Gegner muss ich nochmal einholen. So, ich würde sagen, den sind wir auch losgeworden, oder? Bye, bye! Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wird ja nicht mal auf der Strecke angezeigt, da wollte ich gar nicht rein. So, ich habe noch 12 Sekunden. 10, 9, kriege ich denn noch den Lambo? Hä? Kriege ich den noch? Natürlich kriege ich den noch. Bye bye, ha, Lambo! So, jetzt muss ich noch ins Ziel fahren und dann habe ich es. Und wieder 3 Positionen, jawohl. Wir nähern uns der 50. Das heißt, wir nähern uns Chicago. Nächste Location, South Dakota 44, Badlands National Park. Aber jetzt müssen wir bestimmt Zeit gut machen. Haben wir doch schon jetzt wieder... zweimal Plätze gut gemacht, da muss doch jetzt wieder sowas wie Zeit gut machen kommen. Es gibt ja eigentlich nur so 3-4 Varianten von Rennen in diesem Spiel. Ah nee, wieder Position gut machen. 8 Stück, okay. Er ist gefährlich. Wer denn? Wir haben doch nur 8 Gegner. Die Strecke ist eher gefährlich, weil es geht immer berghoch und dann sehe ich nicht, ob da jemand hinter der Kuppel kommt, genau wie gerade. Und da hinten gewittert's. So, ein Lotus haben wir vor uns und ein Porsche. Überholen wir die mal. Oh, das war Verkehr. Ich dachte, das wäre auch Gegner irgendwie gerade im Augenwinkel.
Ich mache da mal ein paar Positionen gut, ne? Etwas unsauber zwar, aber egal. Irgendwann kommen wir dann auch an die Stelle, wo ich dann nicht mehr weitergemacht habe. Also ich habe das zwar schon mal gespielt, aber nicht zu Ende. Ich weiß nicht, bis zu wie viel Platz ich gekommen bin. Ich glaube so um die 50 vielleicht. Noch sehen wir ja, habe ich eine Zeit. Das heißt, hier war ich schon. Aber irgendwann werden wir dann da hinkommen, wo ich noch nicht war. So, wieder ein Doppelback überholt. Jetzt haben wir nur noch den einen da vorne vor uns. Und damit haben wir wieder 8 Positionen gut gemacht. Liegen 11,5 Sekunden vor meiner alten Zeit und muss jetzt nur noch zum Ziel kommen. Was haltet ihr denn vom BMW M3 GTS? Ich finde den Hammer. Generell die BMWs mit M hinten dran, also mit, ja, die haben alle BMWs haben mit W hinten dran. Nein, aber ich meine generell die M-Reihe von BMW, die sind immer Hammer. Egal ob M6 oder eben hier der M3 oder wie auch immer. Geile Wagen. Wow, das war eng, das war eng. Aua, aua, aua. Aber es reicht für einen Sieg. Und für Platz Nummer 68. Ja. Nächste Location, South Dakota 240, Buffalo Gap. Aber jetzt, Zeit gut machen. Okay, ich habe schon drauf gewartet. Ein Checkpoint-Rennen, 5 Kontrollpunkte vor uns. Ja, also es gibt halt nicht viele Rennmöglichkeiten, es gibt nicht viele Rennmodis, ne? Es gibt halt normale Positionen gut machen, dann gibt es diese Checkpoint-Rennen hier, da gibt es mal ab und zu ein 1 gegen 1, wo man davon einen Rivalen überholen muss, mal 3, die man überholen muss, aber es ist eigentlich im Endeffekt nicht viel da an Rennmodi. Ich meine, okay, du kannst keine Rundkurse machen bei so einem Rennen, denn es geht ja immerhin immer weiter in Richtung eines Ziels, nämlich New York, du kannst ja keinen schlechten Rundkursrennen machen. Und ja, auch sonst, sagen wir mal so, was man sonst in anderen Need for Speed noch hat, Hot Pursuits und Jacks und Drifts und sowas, das kann man alles schwer unterbringen in so einem Spielmodi. Trotzdem ändert es nichts an der Tatsache, dass die Rennen ja relativ eintönig sind. Abgeändert wird das Ganze dann dadurch, dass die Strecken immer neu sind und auch die Umgebung immer mehr wechselt. Das finde ich ist dann wiederum, da ist es dann gar nicht so schlimm, dass man eigentlich immer nur so denselben Rennmodus fährt. Aber eintönig bleibt es natürlich trotzdem. So, jetzt wird es hier relativ Offroad-mäßig. Zweiten Checkpoint geholt. Blitzen und gewittert ist. Und wir haben den dritten Checkpoint. So, der nächste Checkpoint könnte jetzt knapp werden, nachdem ich mir da den Crash erlaubt habe. Mal gucken.
Okay, warte mal, wie kann ich... Ja, also... Ich benutze mal selber einen, bevor das Spiel das macht, weil das war jetzt gerade etwas ungünstig da. Sogar der Verkehr kommt immer an genau der gleichen Stelle. Was war das denn gerade? Habt ihr gesehen da? Oh Gott. Da muss ich eine Slow-Mo machen, wenn ich da denke. Werde ich eh nicht da denken. Aber wie der da rechts, das stehende Fahrzeug, wie das plötzlich so hochgehüpft ist. Habt ihr das gesehen? Sonst spult nochmal zurück. Das war ja mega lustig. Und mega verbuggt. So, aber jetzt kriege ich den Checkpoint sogar. Unter 10 Sekunden. Und jetzt noch den letzten Hole. Krass, der lenkt manchmal nicht, obwohl man drückt. Also ich habe eben gerade jetzt, wo ich gerade aus ins Feld gefahren bin, ich habe die linke Taste einfach nur runtergepresst. Und manchmal lenkt er dann. Ich weiß nicht, wann das ist. Ob da irgendwas, ob man da irgendwas Falsches drücken muss vorher oder irgendeine falsche Kombination oder irgendwie. Aber manchmal lenkt er nicht. Egal, es reicht für den Sieg. So, machen wir noch eins, komm. Und dann machen wir Schluss. Vielleicht nochmal so 10 Positionen gut machen, das fände ich schon nice. Ah ne, erstmal wird uns jemand vorgestellt, Calvin Garrett. Calvin ist ehemaliger Boxer aus Atlantic City. Er liebt es, alles auf eine Karte zu setzen und hat für The Run seine letzten $250.000 in der Hoffnung aufgebracht, den Jackpot zu holen. Für ihn kommt nichts anderes als der Sieg in Frage. Tja, schade, dass er sein letztes Geld in den Sand gesetzt hat und wir für seine Insolvenz sorgen werden. Besiege Calvin Garrett. Er ist die Nummer 67, ja dann nicht mehr lange. Ich könnte jetzt noch den Wagen wechseln. Machen wir das. Und holen uns den Lambo. Ich glaube, an das Rennen erinnere ich mich sogar. Das war, glaube ich, etwas schwierig, weil auch hier wieder natürlich immer diese Kuppeln sind und dann oft irgendwie Gegner hinter einer Kuppel auf dich warten. So, er fährt Offroad weiter. Machen wir das auch mal. Ja, gute Reise ins Nichts. Unfassbar, dieses Spiel mit dem Gummiband, dass ich nach so einem Crash, also so einem Manöver, was der da gefahren hat, nur eine Sekunde vor dem bin. Das Spiel ist so schlimm, was Gummiband angeht. Das ist noch schlimmer als bei Hot Pursuit 2010, ey. Das war knapp. So, jetzt bin ich 4 Sekunden vor ihm, 5 Sekunden vor ihm und habe irgendein Auto übersprungen. 8 Sekunden vor ihm, 9 Sekunden vor ihm, 10 Sekunden vor ihm, 11, 12. Mal gucken, wie viel der gleich wieder aufholt. 14, 15, 16. Ich habe das Gefühl, der steht irgendwo. 17, 18 Sekunden. Und jetzt fährt er wieder. Aber egal, ich bin 18 Sekunden vor ihm und da ist das Ziel. Und den haben wir doch abserviert, oder? Bitch. Hinter deine $250.000. Denn wenn wir einmal überholt haben, der kann uns nie mehr überholen. Schade, ne? So, beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Run. Viel Spaß euch beim Zocken, was auch immer ihr macht. Euch einen schönen Tag, alles Gute, euer Walle. Bye, bye.